Weil ich hier arbeite? Ich wohne in der Usedomer 21 seit 1990. Vorher habe ich in der Gleimecke Zwinemünder 35 Jahre gewohnt, also immer in dem Kiez hier. Es ist wichtig, dass die Bewohner hier mit eingebunden werden. Ich möchte auch immer Kontakt oder versuchen, Kontakt mit anderen Menschen zu bauen. Zeigen als Araber oder Asiatisch oder Palästinenser oder ist egal. Ich möchte auch zeigen, wir sind bereit. Da ich auch selber Mutter bin von 4 Kindern, auch verschiedenen Altersgruppen, hat mich das sehr angesprochen, weil ich irgendwie auch vieles gerne für meine Kinder hier verbessern möchte. Weil mir auch die Anwohner hier im Brunnenviertel sehr viel am Herzen liegen. Wichtig ist es schon nur deshalb, weil natürlich die Leute, die hier wohnen, logischerweise ihren Kiez am besten kennen. Die wissen also, wo hakt's. Einfach nur so abzuwarten, bis irgendwie von den Politikern was passiert oder sowas, bin ich nicht so dafür. Wir hören, wir gucken, wir unterhalten, diskutieren, welche passende Projekt für unser Viertel, für unser Kiez hier passt zum Beispiel. Regelmäßig teilnimmt an den Quartiersratssitzungen, denn dort wird ja unter anderem entschieden, wie Gelder, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat im Programm Soziale Stadt, wie die verteilt werden. Diese Anträge, die wir dann gestellt bekommen, zu begutachten, ob wir die bewilligen oder nicht. Wir beobachten das auch als Paten, Projekt Paten jetzt hier. Da haben wir immer einen, der das begleitet und auch so Rückmeldung gibt. Wird das angenommen? Wie ist die Resonanz? Wie wir die ganze Institution, die hier in diesem Bereich tätig sind, dass wir zusammenkommen können und über unsere Probleme reden können, über unsere Stärken, über Schwächen. Was wir erreicht haben. Familienzentrum ist ganz wichtig. Ein Spielplatz zum gut bauen oder verbessern. Kindergärten, dass die was bekommen und was sie ja auch sonst nicht schaffen können aus eigener Sache raus. Eine Lehrküche, die ehemals brach lag, konnte eingerichtet werden. Viele Projekte, mehr Projekte über das Nachbarschaftliche auch schaffen, aber auch die Nachbarn auch mit einbeziehen. Also im Quartiersrat engagiere ich mich hauptsächlich also für die Sicherheit im Brunnenviertel und für die Sauberkeit. Der Gartenplatz unten, der wurde ja auch mit Hilfe und Stimmen und Geldern des Stadtentwicklung saniert. Es ist viel Positives passiert. Und man hört es auch von den Anwohnern hier, dass doch vieles gemacht worden ist. Musik